Was geht, meine lieben Freunde? Das ist ein neues kleines Horrorspiel an Naut City. Das habe ich eben gerade runtergeladen. Es ist eine Demo. Es ist kein Gesamtspiel. Also es kostet, glaube ich, 10 Euro oder so. Im Store ist es gerade runtergesetzt auf 1,99 €. Ja, was kann ich zu diesem Spiel erzählen? Dieses Spiel ist absolut grauenvoll. Nein, The Ant Now City Horror Begin Now Episode 1 haben wir gespielt. Wie ihr jetzt gleich zu hören kriegt, sind da zwei Polizisten. Hört euch mal die Stimmen an, das ist echt gruselig. Also, es gibt ja diese Bot-Stimmen. Hört ihr das? Boah, ist das grässlich. Oha. Thanks to you. Boah, bestes, also. Und dafür 10 Euro. Also, ich hab's mir nicht gekauft, nur bitte Bescheid wissen. Das heißt, ah, der Butz Gaming, der kauft sich irgendeinen Scheiß. Was kann ich zu diesem Titel erzählen? Erstens, die Grafik sieht wunderschön aus. Seht ihr diesen ganzen Kontrast, den sie versuchen nicht zu bekommen? Es ist ein Zombie-Survival-Spiel. Plot-Twist: hier schmiert gerade das Spiel etwas ab. Jetzt reden die wieder ein bisschen. Ich lasse euch die Stimme hören. Das ist 1:1 von irgendeinem Google-Übersetzer. Das fand ich die beste Stelle. Turn you right? No, 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 no. Ja, moin. Ich weiß nicht, warum ich mir das mal runtergeladen habe. Ich habe mir das einfach runtergeladen, weil ich einfach mal Bock hatte, mal irgendein sinnloses Spiel zu zocken, mal wieder. Seht ihr hier die Grafik? Da war noch Straße, jetzt ist da keine Straße mehr, jetzt ist das irgendwie Landweg. Da seht ihr nochmal die Lichtquellen, die sind wunderschön gemacht. Wirklich sehr schönes insgesamt Spielpaket. Jetzt seht ihr die Sirene, normalerweise leuchten die ja, ne? In verschiedenen, also was heißt in verschiedenen Farben, aber sie leuchten, da hörst du gar nichts. Jetzt kommt das Beste, es bleibt einfach stehen, es ist nichts. Und jetzt guckt euch mal das Auto an, wie das da steht. Es ist so, als ob 1:1 dieses Auto auf dieser Straße irgendwie, weiß nicht, drauf kopiert wurde. Ich finde dieses, oh Gott. Aber wie ihr gesehen habt, eben noch war noch Straße da, dann war Landweg und jetzt ist wieder Straße. Das fand ich sehr interessant. Am schönsten kommt jetzt das ist am besten, das fand ich am allerbesten. Die steigen jetzt aus, ne? Spoilerwarnung, sie steigen aus. Oha, das Radio ist tot. Gruselig. Jetzt warst du auf einmal draußen gespawnt, irgendwie so. Flupp, warst du draußen. Jetzt kam das Interessantste, das Spiel. Ja, das ist nicht die Qualität des Videos. Das Spiel war wirklich so am Lecken. Ich bin da irgendwie ins Menü gekommen, konnte 3 Meter weit springen. Ich musste diese komische Kelly verfolgen. Hab mir dann so gedacht, oh, die kommt bestimmt hinterher. Nein. Hey, over here. Komm wieder zurück. Ja, habe ich gesagt, okay, mache ich, ne? Kann man ja mal machen, ne? Da habe ich mir aber so überlegt, oh Alter, ich kann 3 Meter springen. Na, dann passiert das da. Pass auf. Das fand ich so krass. Und? Zack. Ich finde das Spiel so grauenvoll. Aber auf einer lustigen Art. Ich habe das ein paar Mal nochmal hinterher gemacht. Wir mussten immer noch diese komischen Kelly verfolgen.
Hier ist wieder irgendwie die Straße wieder gecancelt worden. Hier haben sie sich gedacht, nö, ich möchte keine Straße mehr weiterbauen. Das finde ich am geilsten. Der Text ist, ich wurde irgendwie von ihr zurückgeschlagen. Ich kann auch nicht in diesen Häusern reingehen, ne? Die sind offen. Sie guckt da rein. Die geht mir auch auf die ganze Zeit auf die Eier, weil ich jedes Mal, wenn ich weiter weggegangen bin, steht da drauf, komm bitte zurück. Geh bitte zurück zu Kelly. Wo ich mir dann so gedacht habe, ja moin. Ich habe sonst nichts zu tun. Ich habe es mir gerade eben runtergeladen. Ich glaube, das hat 2 GB. Ich war mit einer Minute fertig, was zu runterladen. Hast du schön gemacht, Mausi. Richtig toll. Da konntest du irgendwie so ein Waffenmenü haben. Die Grafik ist total buggy. Also, er sagt, das Spiel ist total buggy. Es ist, als ob du online gerade spielst und die... Beste Sprache überhaupt. Als ob du irgendwie ein Online-Spiel gerade spielst und die schlimmste Internetleitung deiner Welt hast. Und jedes Mal wirst du von der zurückgerufen. Anstatt die einfach ihren Arsch bewegt und ihren eigentlichen Weg weiter verfolgt. Oha. Plot Twist. Hello, officer. Our car has broken down and we need some help. Officer, are you all right? We need your assistance, officer. What are you doing? Why are you standing in a corner like that? Help. Help. Und da. Bester Sprungspruch der Welt. Help me, please help me. Ja, moin. Und wie ihr selber hört, ist der Spielesound richtig gut gemacht. Ne? Also, der Spielentwickler, der sich dieses Spiel überlegt hat, der hat echt schon. Meisterleistung abgeben. Dann war diese Steuerung mit der Pistole, die war ziemlich hakelig und die Pistole haben sie ziemlich schnell gemacht. Ich hätte es, glaube ich, auch im Menü einsetzen können. Bestes Aim, sagt man ja immer dazu. Ich konnte das wahrscheinlich ein bisschen runter regeln, aber ihr seht selber, wie komisch das ganze Game ist. Mein erster Kill. Dann bin ich wieder in dieses Waffenmenü gerutscht. Schon wieder. Da bin ich auf... Ich weiß nicht, wie die Steuerung verteilt haben, aber wenn man R1 oder L2 gedrückt hat, ist man in diesem Hauptmenü gekommen, wo ich mir dann so denke, ja moin, Digga. Und ihr seht selber, was ich mir da für eine Mühe gebe, um präzise zu sein, aber es hilft einfach gar nichts. Und diese Schussanimation, da kommt einfach so Licht aus der Waffe raus. Beste Animation der Welt, muss ich echt mal sagen. Oha. Wieder in diesen scheiß Menü gekommen, weil ich mir eigentlich nachladen wollte. Anstatt, oh, pass auf, Jumpscare. In 3, 2, 1, jetzt. Oha. Ich wusste nicht, wieso der mich angegriffen hat. Der lag da, ne? Aber gut. Kann man ja mal machen, ne? Hört ihr mal die Schritte. Bester Messersound. Bitte, Activision, setzt diesen Messersound mal ins nächste Call of Duty rein. Ihr werdet damit richtig viel Erfolg haben.
Da konnte man sich irgendwie so XP sammeln. Du hattest eine Lebensanzeige, auf 100% war die am Anfang, jetzt sind sie auf 60%, weil ich mir ja eben schon ein bisschen Hit bekommen habe. Also, wer sich das Spiel gerne mal kaufen möchte oder mal selber die Demo runterladen möchte, im Play Store einfach dieses Unnow City, keine Ahnung was, eingeben. Dann findet ihr das. Und dann, als ich mir gedacht habe, es kann nicht schlimmer kommen, passiert das da. Ich habe mich nochmal umgedreht, wie ihr eben gesehen habt, weil ich einfach gedacht habe, boah, pass auf, die sind bestimmt gleich auch hinter dir. Nein, die sind instinktiv alle vor mir gespawnt. Ich bin 50 Mal dieses scheiß Waffenmenü irgendwie gefühlt reingekommen. Diese Sirene im Hintergrund, die ging mir die ganze Zeit so hart auf die Eier. Und dieser Game-Sound, der war so unausträglich. Ich habe es auch nicht lange gespielt, muss ich echt dazu sagen, weil es mir irgendwann wirklich die Nerven gekostet hat, diese Steuerung hinzukriegen. Aber ich würde sagen, ladet euch das doch mal runter, erzählt mir mal in den Kommentaren über eure Meinung über dieses Spiel. Ich fand es ziemlich lustig. Dann hat er mich irgendwie, ich bin irgendwie nicht mehr da rausgekommen. Das war auch das Ende. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, einfach mal ein Abo da lassen. Begrüßt die Zombie-Horde von mir. Ich habe sie erst, ich habe sie versucht tot zu messern, ging aber nachher nicht. Ich hatte nur 10% Leben, ich war tot. Und das war's. Ich würde sagen, viel Spaß beim selber ausprobieren. Ladet euch das Spiel mal runter. Euer Bus Gaming, haut raus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn die Butzglocke ertönt.